Da hinten. Da unten ist ein blauer Punkt. Okay, das ist doch gut. Ich weiß nicht, was der hat. Was ist denn das? Hol mal deine Axt raus. Dann. Man kann sie tot axten. Und was hat man davon? Chlor und Nährstoff. Aha. Kann man da auch noch irgendwas anderes mitmachen? Offensichtlich nicht. Ich weiß es nicht. Da ist noch so ein Vieh. Vorsichtig, Captain. Scanner? Alien. Du kannst Kreaturen, Mineralien und Pflanzen scannen. Mit jedem gescannten Objekt wachsen deine Analysedaten des Planeten. Analysedaten kannst du für Credits verkaufen. Über den Scanner hast du ebenfalls Zugriff auf andere Funktionen wie den Bau von Außenposten und soziale Skills wie Diplomatie und Einschüchtern. Kreaturen sind okay. Oft unberechenbar. Und wie scanne ich? Es gibt eine Oberflächenkarte. Okay. Aber... Wie scanne ich denn? Der ist unnütz. Okay, ich kann auch mit meiner Kanone hier was machen. Mehr als angemessen. Okay, mach mal den. Du erschreckst mich ein bisschen. Was gibt's hier? Da unten muss ich wahrscheinlich hin. Na gut, dann gehen wir erstmal. Meine Gesundheit ist noch nicht ganz voll. Eisen. Blei. Ist hier noch irgendwas, was ich machen kann? Aha, das ist Vesco. Ist hier noch mehr? Nicht, dass ich... da vorne ist noch was. Silber gibt's hier auch. Cool. Kann man doch bestimmt dann auch abbauen, hä? Oh ja. Cool. Da hätten wir Blei. Und hier ist. Das nehme ich mal mit. Das ist bestimmt für den Forschungstisch gut. Was ist das? Staubwurzel. Aha. Macht eine Staubwurzel. Kann ich das irgendwie abbauen? Offensichtlich nicht. Wo habe ich das Ei? Was ist das da? Oh, noch mehr Silber. Ja, das. Ich nehme das alles mal mit, weil sicher ist sicher. Kann ich noch was scannen? Haben wir auch noch Blei. Entschuldigung. Ich verliere hier den. Ich weiß, dass ich hier irgendwie alles aus dem Fokus verliere gerade. Aber wer. Muss ich das irgendwie auch aufsammeln oder? Nee. Die Crimson Fleet ist eine Konföderation kleiner, unabhängiger Piratencrews, die alle unter demselben Banner fliegen. Sie sind oft skrupellos und brutal. Das ist schön. Das finde ich toll.
Ich bin auf jeden Fall ganz begeistert. So, ich nehme mal meine Knifte. Und dann gehen wir mal gucken, was gibt's denn hier so? Vielleicht kann ich hier noch was scannen. Vielleicht... Oh, guck mal, da entdeckt man auch vielleicht Sachen mit. Ah, eine Drahtspule. Das ist okay. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich mir so vorgestellt hatte. Ich hatte eher so auf die Anzeige von Waffen gehofft oder sowas. Aber hier werden... Ah, guck mal, hier werden noch Sachen gehighlightet. Eine Rohrzange und ein reaktives Messgerät. Das ist ja nicht so ganz scheiße. Hier gibt es Klebeband und irgendwelchen Draht. Das nehme ich mal mit. Wer weiß, dass wir das mal brauchen können. Also, ich bin sowieso irgendwie... Würde ich alles mitnehmen. Nimm auch den Schlagschrauber mit, bitte. Ja, ja. Mach ruhig. Hier ist weiter nichts. Was gibt's hier? Noch nichts. Okay, dann pack mal den Scanner ein und hol eine Knifte raus. Und dann gucken wir mal, was gibt's hier so? Oh, wir hatten ja eine Taschenlampenoption. Hier gibt's Flaschen. Ganz viel Krempel. Aber wahrscheinlich nichts, was mich irgendwie glücklich macht gerade, ne? Keine Puffbomben oder so. Maßband, Schraubenzieher. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das alles wirklich mitnehmen muss. Hier gibt es auf jeden Fall schon mal was gegen Schmerzen. Was ist hier? Ein versiegelter Behälter. Okay, die nehme ich vielleicht mal mit. Das aufmachen? Nee. Das ist ja auch Quatsch. Mikroskop. Ein Tacker. Warum haben die in der Schneidezange? Okay. Eine Wasserwaage. Ey, okay. Gehen wir hier. Mach mal die Tür auf. Was passiert denn jetzt? Da gab noch eine Ladesequenz. Okay. Was ist hier los? Das sieht aus wie Forschungsbereich. Da gibt es einen Hammer, Papiertücher, Thermoskanne. Die letzten Tage der Erde. Oh, das ist ein Buch, das kann man lesen. Wie viele Seiten hatten das? Ach, sind nur zwei. Es folgen die ersten Zeilen aus Camilla Flammarions im Jahre 1894 veröffentlichtem Werk Omega. Die letzten Tage der Erde. Im 25. Jahrhundert kollidiert ein Komet mit der Erde. Die Menschen müssen sich mit dem Ende der Welt abfinden und damit, was das eigentlich bedeutet. Omega, die letzten Tage der Erde. Kapitel 1. Die prachtvolle, von Statuen berühmter Wissenschaftler und Philosophen gesäumte Marmorbrücke, die Rue de Rennes mit der Rue de Louvre verbindet und der monumentalen Allee zum neuen Säulengang des Instituts besondere Geltung verleiht, war vor lauter Menschen völlig schwarz. Die Masse wogte wie eine Flut, die Kais entlang schwappte auf alle Straßen hinaus und drängte sich in Richtung des Säulengangs, der schon lange zuvor von einem tumultartigen Gedränge heimgesucht wurde. Nicht einmal im barbarischen Zeitalter vor der Gründung der Vereinigten Staaten von Europa als Macht stärker als das Recht war, als militärischer Despotismus die Welt beherrschte und die törichte Menschheit im unerbittlichen Griff des Krieges zitterte. Niemals zuvor in der stürmischen Zeit großer Revolutionen oder in den fiebrigen Phasen, die üblicherweise eine Kriegserklärung begleiteten, hatten die Zufahrtswege zum Parlament oder dem Place de la Concorde ein solches Spektakel erlebt. Dies war nicht mehr nur eine Bande von Fanatikern, die sich um eine Flagge scharten und in irgendeinem Kampf der Schwerter marschierten, gefolgt von einer Schar von Neugierigen und Müßiggängern, die gespannt warteten, was passieren würde. Dieses Mal handelte es sich um die gesamte Bevölkerung, die ängstlich, aufgewühlt und in Panik war und unterschiedslos aus jeder Gesellschaftsschicht stammte. Sie hing an der Entscheidung eines Orakels und wartete fieberhaft auf das Ergebnis der Berechnungen, die ein berühmter Astronom am heutigen Montag um 15 Uhr in der Sitzung der Akademie der Wissenschaften verkünden würde. Das Institut hatte die ständigen Spannungen in Politik und Gesellschaft überlebt und seine Vormachtstellung in Wissenschaft, Literatur und Kunst in Europa behalten. Das Zentrum der Zivilisation hatte sich jedoch nach Westen verschoben und der Schwerpunkt des Fortschritts lag nun am Ufer des Lake Michigan in Nordamerika. Na gut, ich habe ein Buch gelesen. Das ist ganz fantastisch. Ist jetzt nicht ganz so spannend. Was gibt's hier? Das Notizbuch, da gibt's
was zu essen. Ah, das war leer, ne? Ist ja gut, dass ich auch leere Sachen mitnehme. Ganz hervorragend. Was gibt's da? Formelle Kleidung. Okay. Naja, vielleicht braucht man das irgendwann mal. Was gibt's hier? Papiertücher. Papiertücher scheinen hier eine ganz, insgesamt eine ganz beliebte Sache zu sein, habe ich das Gefühl. Okay, einen Ventilator brauche ich jetzt wahrscheinlich auch nicht zwingend. Merkwürdig. Die Symbole sind von den United Colonies. Wir sind jedoch im Freestar Collective Raum. Mutmaßlich war das also eine geheime UC-Anlage. Das finden wir bestimmt noch raus. Schlechte Leute, schlechte Witze. Warum ging das Huhn über die Straße? Hä? Was ist ein Huhn? Klopf, klopf. Wer ist da? Planet. Planet wer? Planet ihr eine Party, eure Hoheit? Oh, um Himmels Willen, das ist... Nigels Familienbrettspiele. Hier steht was. Moment, ich wollte doch... Oh, was ist denn das? Hier gibt es einen Ordner. Einen Schraubenschlüssel. Aha. Der Scanner zeigt da... Ach, der zeigt mir auch an, wo ich hin muss. Ist ja interessant. Was gibt's da? Fläschchen, Messzylinder, Notizblöcke, Stift, Kaffeetasse. Da kann man sich das Ganze mit angucken und schon mal vorher sondieren, was man sich überhaupt angucken will. Oh, oh, hier ist Toxin. Das nehmen wir mal mit. Was gibt's hier? Kaffee... Oh, schade, ich kann nichts drücken. Ich dachte, ich kann hier vielleicht eine Selbstzerstörung einleiten. Mir das ganze Gesuche sparen. So einen Extraktor kann man ja vielleicht auch mal brauchen. Skulpturen, Broschürenhalter. Mhm. Krimpzange. Flasche mit Genprobe. Die ist was wert? Okay, mit... Der Wert ist 8. Na komm her, da sind die Genproben schon mehr wert. Oh, hier die Dietrich-Sets. Ich könnte den ganzen Stuhl mitnehmen. Ach, da kann ich mich hinsetzen. Naja gut, hinsetzen will ich mich jetzt nicht. Ich bin ja für eine Mission hier. Oh, Genproben mitnehmen. Unbedingt wichtig. Für so 35 Credits wert. So, ich bin jetzt hier oben. Und jetzt? Da passiert ja gar nichts. Synthetischer Schaumbehälter. Kann ich auch hier irgendwo was looten, was mich heilt? Oh, da liegt wer tot. Was haben wir denn hier? Credits und Eisen hat er dabei. Ein Notizbuch. Ich dachte, da kann ich vielleicht reinlesen. Da gibt es Dichtmittel. Wir machen aber den Scanner auf. Oh, Geschichtsbuch der Xenobiologie. Oh, ich wollte... Xenobiologie hat es doch, glaube ich, auch gegeben. Die ersten paar Kapitel von Lars Nielsens Arbeit scheinen sich hauptsächlich auf die Verdauungssysteme außerirdischer Herbivore zu konzentrieren. Die Sektion von Dr. Lauders jüngstem Befund ergab, dass es sich bei der Kreatur um eine Weiterentwicklung des mikroskopisch kleinen hydrothermalen Wurms handelte. Genau wie es Dr. Lourdes aufgrund der äußeren Erscheinung der Kreatur bereits vermutet hatte. Doch ihre Forschung deutete auch auf eine Spezies hin, die sich in verschiedenen Phasen weiterentwickelt hat und dabei womöglich beträchtlich an Größe zulegen konnte. Es bleibt also die Frage, welche Version der Kreatur hat Dr. Lourdes zitiert und welche maximale Größe könnte sie noch erreichen? Die folgenden Abschnitte beschäftigen sich mit Nielsens Faszination für die Prädatoren einer namenlosen Welt. Na gut, na gut. Die machen also hier offensichtlich, ich sag mal so, Forschung. Was gibt's hier? Schale medizinischer Sachen. Da gibt's Sachen, die ich nicht lesen kann. Aha, aha, aha. Alles schön. Hier Computerteile. Nicht, dass wir noch mehr Leichen finden, ne? Ein Schreibtischorganizer. Hm. Na gut. Hier ist weitestgehend sonst nichts. Keine... Ich mach mal auf hier. Mal gucken, was es hier gibt. Da will ich stimmen. Oh.
Hier gibt es Sachen, die mich heilen. Versiegelte Behälter, Poster. Und er steht mir im Weg. Was gab es hier? Schaumstoffbecher. Kühlschrank. Bier. Ah, da sind Piraten. Ich leuchte da mal rein. Wasser, Trinkpack. Nimm mal mit. Das regeneriert immerhin Gesundheit. Sprudelwasser, das macht sicherlich was Ähnliches. Leitfaden für Chunks Personal. Kurz nachdem er seinen Durchbruch mit Chunks erzielt hatte, verfasste der Gründer Fred Blombard persönlich ein dreiseitiges Handbuch für Mitarbeiter. Es folgt ein Auszug von Seite 2. Es ist genau wie bei diesem Spruch, der Kunde hat immer recht. Wenn wir hier bei Chunks eines wissen, dann dass der Kunde niemals recht hat. In diesem Fall ist es nachgewiesenermaßen unmöglich, dass der Kunde recht hat. Er besitzt nämlich gar kein Wissen über unsere hochmodernen Kocheinrichtungen. Und falls er die geheimen Rezepte unserer gesamten köstlichen Chunks-Varianten kennen würde, wären wir alle arbeitslos, ich eingeschlossen. Okay. Gut, der Kunde hat also niemals recht. Das ist ja schon mal eine Erkenntnis. So, Moment, ich habe ja hier die 3. Ist das ein Zwerg? Ist der nicht gerade explodiert? So. Pass mal auf, hier liegt doch ein Sandwich rum. Warum isst der das nicht sofort? Oder sie, jetzt in dem Fall. Da muss ich jetzt... Das ist ja total umständlich. Gibt es denn dafür das Inventar keinen Hotkey? Ah, alles klar. Das ist also wie fast bei allen Spielen. Das ist ja eigentlich ganz cool. So, wissen wollte ich jetzt... Hilfe. Was? Ah, da kannte dann das angebissene Sandwich. Kann man auch untersuchen. Das ist ja toll. Und das kann man dann alles essen. Medipack, Rosinenmüsli. Ah, da unten sehe ich auch meine Gesundheit. Ah, alles klar. So, ich habe auch Notizen mitgebracht. Ah, okay, das sind die Bücher. Und dann habe ich die Ressourcen. Das ist alles, was ich so aufgehoben habe. Und sonstiges, das sind die ganzen Sachen, die ich so gefunden habe, die keine Sau brauchen wird. Okay, und dann kann man sich auch noch alles angucken. Alles klar. Dann gehen wir jetzt erstmal hier die Jungs und Mädels looten, die hier rumliegen. Die haben dann bestimmt auch Sachen dreifach. Guck mal, jetzt gibt es hier noch Sprudelwasser. Da gucken wir uns doch auch erstmal ganz kurz nochmal um, ob ich noch ein bisschen Futter kriege. Hier könntest du ein Kartendeck mitnehmen, ist ja spannend. Ja, dann hier, da muss ich 75 Credits reinwerfen. Und? Na klar. Ich bin mir fast sicher, dass jetzt nichts rausgefallen ist. Hier gibt es noch ein Buch. Was kann das? Das ist ein Notizbuch, schade. Der hat eine Kartusche, Piratenangriff. Ja, nimm das einfach mal alles auf. Oh, hier gibt's was. Oh, ich kann mich frisch machen. Und kacken kann ich auch. Die Pickwick. Wikio. Die Posthumenpapiere des Pickwick Clubs. Kapitel 1. Die Pickwicker. Der erste Lichtstrahl, der die Düsternis erhellt und das Dunkel, das die frühen Tage der öffentlichen Laufbahn des legendären Pickwick zu umhüllen scheint, in gleißenden Glanz verwandelt, ging von der sorgfältigen Durchsicht der folgenden Einträge in den Sitzungsberichten des Pickwick Clubs aus, die der Verleger besagter Papiere der Leserschaft mit größtem Vergnügen präsentiert. Als Beweis für die akribische Aufmerksamkeit, die rigorose Gewissenhaftigkeit und das scharfe Urteilsvermögen, mit denen er die Fülle verschiedener Dokumente studiert hat,
Das Erstlingswerk von Charles Dickens handelt von einem Mann, der eine Gesellschaft gründet, die das menschliche Leben durch das Reisen zu erforschen sucht. Der große Erfolg des Romans machte Dickens schlagartig berühmt und zu einer festen literarischen Größe. Na gut. Na gut. Hier gibt's irgendwelche... Gibt's wieder Notizblöcke. Warte mal, hier gibt's da bestimmt noch eine zweite Tür. Oh Moment, das ist ja falsch. Ich müsste mal hier... Wollte mal gerne hier reingucken. Guck mal, da gibt's Antibiotika und Klopapier. Und das kannst du sogar mitnehmen. Wahnsinn. Geh mal da weg. Oscar. Wir müssen mal hier weiterlaufen. Was liegt hier? Müll. So. 13 Meter noch. Dann... Was gibt's hier? Bücher. Bücher, Bücher. Ein Globus. Klebeband. Eine Tür. Ich geh mal gucken, was es hier gibt. Was ist denn das? Ein Zen-Garten. Notizbuch. Da hinten wird irgendwie... Ich glaube auch... Oh, alles der Shit. Hier, das ist... alles schön. Oh, hier. Alles schön. Hier gibt es noch ein bisschen Spind. Gucken wir mal rein. Was haben wir denn da? Da könnte auch ruhig mal irgendwas drin sein, ne? Was willst du denn als von mir? Geh doch mal mir aus dem Weg, ey. Du stresst mich was. Hier gibt's das Familienbrettspiel Starlocked. Ja, nimm mal mit. Können wir bestimmt verkaufen. Eine Hantel. Die hat sogar Wert, aber die ist bestimmt auch schwer. Da gibt's nochmal das Spiel. Hier gibt's einen Globus. Das ist ja... Naja, ich weiß nicht, das so viel bringt alles. Vielleicht kann man das dann dem Seppel da mitgeben. Weißt du? Und kann das dem in die Hand drücken. Uzi Battlemeal Mehrfachpackung. Eine Drahtspule. Und da oben liegt ein Sandgartenwerkzeug. Was gibt's hier? Spielkarten. Und ansonsten einmal bitte nichts. Ist ja alles nicht so spannend hier. War ich hier schon drin? Warte mal, hier. Hier ist Schreibtischspielzeug, Notizblock. Ist schön. Ach, ich will doch nicht scannen. Ich will meine Taschenlampe ausmachen. Oh, hier gibt es noch ein Dartpfeil, ein Buch. Kann ich hier irgendwas looten? Was gibt es hier? Outfit, Laborkleidung, blau. Ah, nimm mal mit. Hier gibt es Trinkpacks und Orangensaft. Hier gibt es nochmal Solar Frontiers, ein Dietrich. Und ein Safe. Entsperren Einsteiger. Fülle alle freien Schlitze, um das Schloss zu öffnen. Wähle einen Schlüssel, dann drehe ihn, bis er in die Lücke passt und lass ihn einrasten. Du kannst jeden Schlüssel nur einmal benutzen. Den könnten wir da reinstecken oder aber da rein. Das hat jetzt eine Menge damit zu tun, wie man die hier so verbauen kann. Denke ich. Die verbaut man da. Okay, dann hast du noch die. Kann man die auch hier? Die kann man da reinmachen. Das heißt... Ah, die sind ein bisschen kleiner. Moment, die passen auch da rein. Ich weiß nicht. Ich stecke die jetzt einfach mal da rein. Dann brauche ich den, das und dann nehmen wir das. Naja, gab ein paar Credits. Oh, gab auch Erfahrungspunkte fürs Öffnen offensichtlich. Cool. Nicht den alte Pizza drunter. Ja. Da gibt's Becher. Ist auch Ton da eigentlich? Ja, das. Oh, hier gibt's wieder irgendwas. Was ist das? Ein versiegelter Behälter. Geht doch weg. Kann ich hier Dart spielen? Kann ich die Scheibe mitnehmen? Die ist bestimmt was wert. Nein. Oh, Medipack. Was ist das? Schale mit medizinischen Proben. Schrotflintenpatronen und Fullfood, würzige Würmer. Notizbücher, Papier,